Ich bin jetzt 25 Jahre hier, wo 14 Jahre im Schwarzsee war. Vorher die Lehre und noch ein paar Jahre schon an einem Ort, wo ich eigentlich Gebäcker war. Wo etwa jetzt 29 Jahre selbstständig. Also, ja. Also ging Beck gsi. Was fasziniert euch am Beruf? Warum seid ihr immer noch Beck? Ja, es ist einfach nie Alltag gleich. Es muss gucken, es ging ein Alltag ein anders. Und das Brot, das schön aufgeht, das ging etwas Wunderbares, der Geschmack und alles. Das ist der Alltag schön, das zu sehen. Was hat sich so verändert, seit ihr habt angefangen eigentlich als Bäcker? Ja, dann hat man eigentlich nur Grossbrot gemacht und etwas ein bisschen Spezialbrot. Jetzt langsam die ersten Anfänge gegeben, aber eigentlich nur Grossbrot. Dann ist alles eingetüchelt. Dann ist alles auf Läden da, dann haben wir zwei Tücheln eingepackt, das Brot. Heute natürlich nicht mehr, das geht natürlich nicht. Und dann ist von der langen Zeit ist so auf Kurzzeit gegangen, alles müsste schnell sein. Heute kommt man auf die langen Triebführungen zurück. Weil man merkt, es war halt gleich besser gewesen, als die Alten gemacht haben. Die Leute kommen ja heute gucken, wie sie sich entscheiden, was sie wollen. Und dann musst du ein bisschen parat sein für alles. Was eigentlich früher nicht so war, da ist ein bisschen dünner Leute kennt, die einfach die das noch. Heute ist es einfach ein sprunghaft. Aber man muss einfach parat sein. Ihr werdet jetzt gleich pensioniert. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ja, dass wir noch ein bisschen gesund bleiben, dass wir noch ein bisschen dürfen fahren. Und nicht zu gross Gedanken machen, was dann kommt, einfach so noch, wie es kommt. Findet sich eine Nachfolge für eine Bäckerei? Was denkt ihr? Ja, es wird eher schwierig, aber ich hoffe es natürlich. Es ist eine kleine, schöne, gebige Bäckerei. Es ist einfach eher ein Abbetrieb, aber es wird schwierig.